Moin, ich bin Kai von Kai's Angelshop. Auch bei uns in der Bootsvermietung haben wir es jetzt zur Auflage gemacht, und wir müssen es auch machen, dass die Leute entsprechend Rettungswesten tragen. Und da will ich euch heute einmal zeigen, wie man die vernünftig anlegt. Die Rettungsweste einfach nur dabei haben, bringt auch nichts. Man muss sie schon vernünftig anlegen. Das wäre so, als ob ich bei meinem Auto den E-Bag halt rausschraube, in den Kofferraum lege und sage, brauche ich eh nicht. Oder wenn ich brauche, schraube ich ihn schnell rein. Das bringt es nichts. Ich muss das entsprechend vorher anständig angelegt haben, weil wenn der Unfall kommt, kommt er meistens unvorhergesehen und dann muss ich dafür anständig ausgerüstet sein. So, wir haben hier bei uns in der Vermietung auf den Booten überall für jede Person eine entsprechende automatische Rettungsweste der Klasse 150 Newton. Wichtig ist, die Rettungsweste wird immer als oberste Schicht getragen. Das heißt, wenn ich eine Jacke trage, ziehe ich die Rettungsweste über die Jacke, niemals unter die Jacke. So, dann ist wichtig, dass ich die Rettungsweste richtig herum anziehe. So, also einfach so übergelegt. Da sollte man darauf achten, dass die halt gerade sitzt. Das Logo gehört nach vorne, nicht so eingedreht, dass ich oftmals sehe, dass sie die Rettungsweste falsch rumtragen. Wenn ich eine Kapuze habe, kommt die hinten raus. Dann ist es wichtig, dass die Dinger vernünftig geschlossen werden. Das war in dem Fall das Eckige durchs Eckige. Den da durchschieben, zumachen. Jetzt ist es wichtig, dass die Einstellung der Rettungsweste stimmt. Weil man sieht es oftmals, dass die Leute mit offener Rettungsweste durch die Gegend fahren oder einfach nur so übergelegt, wie ich jetzt habe. Wir denken, ist ja zu, was soll passieren? Ganz einfach. Wenn ich einen Unfall haben sollte, stürzt sie ins Wasser und hier kommt Wasser rein. Hier ist eine Automatik drin, die auf Wasser reagiert. Wenn hier Wasser reinkommt, löst diese Kapsel aus und bläst die Rettungsweste auf. Und wenn sich die Rettungsweste aufbläst, soll sie mich möglichst hoch übers Wasser drücken. Sie schließt um den Hals rum und drückt mich so übers Wasser. Wenn ich die Rettungsweste nicht richtig stramm angezogen habe, macht die Rettungsweste das so. Und nun steht mir das Wasser bis über den Ohren. Gibt deutlich Schöneres. Das ist also Quälkram. Das heißt, ich muss die Rettungsweste vernünftig stramm ziehen. In dem Fall geht das über den Riemen hier. Das Strammziehen geht an dem obersten Riemen vor dieser Klammer. Das kann ich ein bisschen gerade stellen, dann lässt sich das etwas einfacher ziehen. Ziehen und nach hinten schieben. Ziehen. So, jetzt sitzt die Rettungsweste schon mal deutlich besser. Sie drückt mich also viel besser übers Wasser. Eine Zusatzsicherung ist dieser Schrittgurt. Der gehört nicht neben den Körper, sondern zwischen den Säulen durch. Und einklinken. Der sollte natürlich auch nicht zu locker sitzen, aber auch nicht so stramm, dass ich mich nicht mehr anständig bewegen kann. So ist die Rettungsweste richtig angelegt. Das heißt, wenn ich einen Unfall haben sollte, Wasser schießt in die Rettungsweste rein, die Rettungsweste bläst sich automatisch auf. Ich kann sie mit dieser Strippe auch manuell auslösen. Und dann soll mich die Rettungsweste möglichst hoch übers Wasser drücken. Das heißt, sie liegt mir eng am Körper an und drückt mich schön so aus dem Wasser raus. So habe ich die höchsten Überlebenschancen. Wenn ich die Rettungsweste jetzt nicht ganz festgezogen habe hier oben, den Schrittgurt habe ich trotzdem an. Eben gerade haben wir gesehen, die Rettungsweste, die steigt mir bis hier oben hoch, wenn ich die halt zu locker habe. Jetzt mit Schrittgurt steigt sie ein bisschen hoch, aber sie hält mich noch recht gut übers Wasser. Da kann man mal sehen, was dieser kleine Gurt ausmacht. Der ist also wirklich sehr, sehr hilfreich. Im Notfall rettet er wirklich Leben. Und die Kapuze habe ich hinten rausgezogen. Und zwar, wenn ich jetzt wirklich einen Unfall haben sollte, ich treibe im Wasser, dann soll ich mich möglichst wenig bewegen, um wenig Körperwärme zu verlieren. Und wenn ich eine Kapuze habe, ziehe ich mir die halt dennoch drüber, damit ich über den Kopf nicht so viel Wärme verliere. Das kann ich nicht, wenn ich die Kapuze hinter der Rettungsweste stecken habe. So kann ich sie einfach rüberziehen und auf Hilfe warten. Dazu soll es hoffentlich gar nicht erst kommen. Aber wer gut aufgerüstet ist, der hat im Ernstfall, wenn es zu einem Unfall kommen sollte, deutlich höhere Überlebenschancen, als wenn man das alles einfach zu locker nimmt. Deswegen legt eure Rettungswesten anständig an und viel Heil bei euren Angeln.